Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den großen Scharfstall an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von SN Modding, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie platzierbare Objekte und dann Tierhaltung. So, ganz rechts habt ihr ihn, den großen Schafstall. Der Modder hat auch den großen Pferdestall gemacht. Findet ihr auch eine Mod-Vorstellung bei uns. Kostet 180.000 Euro in der Anschaffung, hat 488 Plätze oder Kapazität für Schafe mit dabei. Das haut soweit auch hin. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal hier mit an. Wir haben da standardgemäß diese Easy-Stinger hier verbaut vom LS19. Da haben wir hier einmal den Abladetrigger für die Baumwollpaletten für die Wollepaletten, so rum. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, Schafe zu kaufen bzw. zu verkaufen oder einen auszulagern. Ihr seht auch hier 488 haut in dem Falle auch mit hin. Hier haben wir halt noch per se Unterstellmöglichkeiten. Das Ganze ist Animal Pen Extension vorbereitet, hat aber wie beim Pferdestall auch so seine Probleme. Ihr seht das Ganze hier, ich kann das anschalten, das Ganze wird hier eingefüllt ohne Probleme. Hier vorne ist dann der Trigger fürs Gras, weil ihr wisst ja, Schafe brauchen nicht mehr als Gras/Heu, doch Gras/Heu, haut soweit hin. Das Ganze, deswegen füllen wir das Ganze hier auch mal ein. Ja. Ihr seht, das klappt so weiter ohne Probleme. Das Wasser wird auch relativ schnell befüllt. Ne? Wasser ist gleich hier zur Hälfte, haben wir das schon drin. Füllen wir hier das Ganze ein, dann lübt das Ganze. Und dann haben wir halt eine Reproduktionsrate, die dann anspringt, sodass sich die Schafe weiter verbreiten. Oder vermehren. Ne, komplett LS19 Standard, soweit so klar. Ihr habt ja nur eine extrem hohe Kapazität, was das Ganze angeht, von 488 Schafen. Es gibt aber halt allerdings ein Problem und ihr seht hier Lua Call Stacks mit drin, und als ich beim Pferdestall noch davon ausging und im Nachhinein dann auch korrigiert habe, dass es sich dabei wohl um diese extreme Vorspulerei handelt, kam das hier allerdings ohne Vorspulerei, also das ist noch nicht so ganz sauber mit der Animal Pen Extension. Müsste man sich gegebenenfalls nochmal anschauen, beziehungsweise müsst ihr beobachten, ob das bei euch auch der Fehler ist. Kann sich vielleicht auch zu Version unterscheiden, je nachdem. Aber ich habe die Lua Call Stack Fehler hier in der Animal Pen Extension drin. Habt da also mal ein Auge drauf, falls ihr die Pen Extension nutzen solltet. Ja, der Rest läuft jetzt aber eigentlich ganz normal hier. Ich sprühe jetzt mal eine Stunde vor. Na, zack. Seht, die kleckern, die machen. Und die Reproduktionsrate hier funktioniert soweit auch. Und die Wollendinger kommen dann hier mit rein. Ja, prinzipiell ist es das dann auch hier schon wieder gewesen. Wie gesagt, falls ihr Animal Pen Extension nutzt, checkt aus, ob das bei euch ebenso diese Fehler reinhaut. Falls ja, dann eher die Animal Pen Extension für den Stall meiden, beziehungsweise dann müsste es halt dementsprechend gefixt werden. Ja, in dem Falle Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder René. Tschüssi, Kowski.